Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Das Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde schlafender Axis, der neben mir liegt und immer noch pennt. Aber ich muss es aufnehmen. Eine kleine Runde. Halo 5. Guardians. Und wahrscheinlich hört er mich schon die ganze Zeit, aber tut so, als wenn er noch weiter schlafen würde. Start drücken wir jetzt einfach mal direkt. Weekend Doubles. Was? Daten werden synchronisiert. Anstecken. Schnauze. B weiter. Leute, wir haben ein kleines Problemchen hier auch. Wir haben, der Ex ist ja bei mir und wir hatten eigentlich ein fettes Streaming-Wochenende vorgehabt. Aber es wurde halt vollkommen in den Sand gesetzt. Dadurch, dass wir eine Upload-Geschwindigkeit von 0,6 die ganze Zeit hatten. Jetzt habe ich eben gerade geguckt, wir haben 0,4. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon die ganze Zeit so war. Eine Upload-Rate von 99 irgendwas und eine Download-Rate von 99 irgendwas, eine Upload eine 0, die ganze Zeit. Und ich habe am Mittwoch gestreamt, Donnerstag kam das Update, das neue Xbox One Update, und seitdem funktionierte Twitch nicht mehr richtig. Wir können nur noch mit 400 kbps streamen, vorher haben wir mit 1400 gemacht. Und ich weiß nicht, ob euch auch das Problem bekannt ist, ob ihr das Problem habt oder woran es liegt. Wir waren bei Microsoft Support. Die haben uns gesagt, wir sollen ein Offline-Update machen. Wir sind allen Anweisungen nachgegangen. Wir müssen erst den Skip und danach den Erection-Knopf drücken. Und dann soll es funktionieren. Also sprich, dann schmeißt das Update drauf. Es hat dreimal funktioniert, dann hat er aber jedes Mal abgebrochen. Dann habe ich den Kundensupport nochmal angeschrieben. Die haben gesagt, ja, du musst alles aus dem Ordner rausholen. Wir haben alles aus dem Ordner rausgeholt und haben es dann wieder in den Stick reingesteckt, haben das wieder gemacht, und seitdem macht auch nicht mehr die Vorbereitung, gar nichts mehr. Und wir wissen natürlich jetzt nicht, ob dieses Offline Gedönse funktioniert. Das wissen wir gar nicht, ob das überhaupt hilft oder ob einfach Twitch, die Twitch-App nicht mit dem neuen System noch nicht funktioniert, ob Twitch da erstmal ein neues Update rausbringen muss. Und das wäre super, wenn einer von euch weiß, wieso das alles nicht funktioniert, es mir in die Kommentare schroten könnte. Das wäre mega hilfreich. Und wir spielen erstmal Kampagne Solo. Und wir haben weiterhin auf Heldenhaft, würde ich sagen. Jo, wir sind jetzt hier die Wiedervereinigung. Wir haben immer noch keinen Schädel gefunden. Und soweit ich weiß, werden wir demnächst, oder werden wir jetzt auf den Gebieter treffen. Hoffe ich doch zumindest. Soweit kann ich mich noch zurückerinnern. Und drücken erstmal fortsetzen. Ach, jetzt keine Nebeninformation nochmal dabei. Wir waren gestern 14. auf einem kleinen Yu-Gi-Oh! Turnier. Wir haben halbwegs gut abgeschnitten. Bei 20 Leuten war ich Platz 16. Der Axis war Platz 8, glaube ich. Der Daiki, der war, ja, irgendwas so zwischen, ja, so 10er Platz im Dreh rum. Und der Slay auch so knapp, irgendwo so in den 10 bis 12er Bereich. Naja, ich habe auch meinen anderen Decks jetzt weitgehend fertig gemacht. Wir machen jetzt auch ein Deck-Profiling-Video. Entweder heute oder morgen, das wissen wir auch noch nicht. Hier waren wir doch schon. Wir haben das doch schon fertig gemacht. Das haben wir doch schon gemacht. Ich bin hier.
Im Übrigen, die Master Chief-Stimme habe ich letztens herausgefunden, ist auch in Black Ops 1 zu hören. Also Call of Duty Black Ops 1. Ist voll cool. Es ist aber nur die Frage, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Ich habe keinen Bock nochmal alles von vorne zu machen. Das habe ich doch schon alles gemacht. Jetzt müssen wir den scheiß ewigen Wärter nochmal herausfordern, oder was? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir gar nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Stimmt. Okay, es war jetzt ein Untergang. Gut. Jetzt geht's weiter. Mit Ungezeigten, die wir nicht hatten gesehen. Sie brechen auf, Commander? Wir werden sehen, ob Horsey die Wächter verstehen kann. Ich briefe sie nach der Ankunft auf St. Helios. Wir sehen uns um. Du hast also beim MND eine Zielakte über den Gebieter angelegt. Das ist 6 Jahre her. Worauf bist du hinaus? Du hattest ein Attentat auf ihn vor. Nachdem er Millionen von uns getötet hat. Warum lebt er da noch? Alles kam anders. Oh yeah. Er befindet sich im Gefecht. Wir eskortieren sie zu ihm. Oh yeah. Auf dem Planeten herrscht Bürgerkrieg, wenn das alles schief läuft. Ich verstehe es, Sir. Ist nicht meine erste Mission, die es gar nicht gibt. Viel Glück, Magnus. Ich verstehe den Übergang halt nicht. Spartans waren eigentlich auserwählte Kinder, die auf jahrelang darauf trainiert wurden und mit Experimenten vollgepumpt wurden, damit sie diese Rüstung tragen konnten. Ein Rogue war ein normaler Soldat. Das ist in Anführungsstrichen normaler Soldat. Und jetzt ist er, und der andere hier, der war ein ODST. Und jetzt sind sie plötzlich Spartans und tragen diese Rüstung. Wie fungiert das zusammen? Der Planet St. Helios. Boah, ich bin so richtig. Wenn jetzt die Spielgrafik noch so geil wäre wie die Videosequenzgrafik, dann wäre ich sowas von begeistert. Der Gebieter hat die Festungen vereinigt und ein neues Bündnis ins Leben gerufen. Die Schwerter von St. Helios. Durch die Siege des Gebieters und Julen Damas Tod wurde die Allianz immer verzweifelter. Sie haben einen Angriff auf die Ländereien der Vadam gestartet und es besonders auf den Gebieter abgesehen. Und wo ist der Gebieter? Sie werden den Gebieter in den Räumen des Konzils der Ältesten finden. Sieg für Clan und Sippe, Spartans. Marquis Ende. War das ein weiblicher Elite? Beeindruckt. Der Gebieter hat Weibchen in seinen Rängen. Auf seinen Kriegen zu der Männchensache. Da ist der Wächter zu finden. Wir brauchen Unterstützung, wenn wir in die Nähe wollen. Wir brauchen die Schwerter von St. Helios. Und das heißt, wir brauchen den Gebieter. Weibchen. Allianzstreitkräfte. Spirit im Anflug. Nett von Ihnen, dass Sie uns einen Willkommenswagen schicken. Lassen wir die Waffen sprechen. Den Grunts geht's doch bei den Schwertern von St. Helios wesentlich besser als hier. Und wo sind vor allem die fucking Brutes? Haben sie bei Halo 5 nichts mehr zu sagen? Halo 4, 3 nichts mehr zu sagen? Anscheinend nicht. Ich verstehe es nicht. Die Eliten sollten doch eigentlich alle auf unserer Seite sein. Also alle auf der Schwerter von St. Helios Seite sein. Aus dem einzigen Grund, weil die Gebieter sie doch verarscht haben. Die Propheten sie doch verarscht haben. Das sind natürlich solche Hardcore-Katholiken, die immer auch dran glauben und sagen, nein, alles cool gewesen, die wollten das doch alles gar nicht und die Brutes waren schuld.
Irgendwie sowas wahrscheinlich. Wir haben es fast geschafft. Bleibt in Bewegung. Das muss ich immer auch sagen, das finde ich, im Gegensatz zu anderen Shootern finde ich das geil. Du hast nicht unendlich viele Gegner, sondern du hast hier deine gleiche Anzahl an Gegnern und die musst du jetzt besiegen. Ich habe das jetzt eben letztens wieder bei meiner Freundin gesehen, als sie gezockt hat. Hat da hier Dingens gespielt. Black Ops. Es war echt merkwürdig, die halt haben irgendwie. Was habe ich gerade? Brutes verstanden? Das war halt kaum Schuss. Ich finde es cool, dass die auch endlich mal labern können hier. Fucking Double Kill. Passt auf das Geschütz auf. Oh, das ist ein Geschütz. Raketen? Ich habe keine Raketen. Alles in der fucking in der Welt soll ich jetzt Raketen erholen, du Lappen. Achso, und wir haben ein Unboxing zu den neuesten Yu-Gi-Oh! Dingen gemacht. Das kommt demnächst hoch. Und da wird das Gewinnspiel das letzte Mal auferlebt. Sprich, das letzte Mal angesprochen. Also gerne vorbeischauen und nachforschen, nachgucken. Boah, direkt getroffen, Alter. Ein Schnauze, Alter. Deine Mutter stirbt. Easy. So, die Puste ist fast der. Auch nichts. Ansatzweise. Oder ein Pfad in die Klippen geschlagen. Geschlagen vor allem. What the fuck? Schwerter von St. Helios. Die Allianz muss sie überrascht haben. Was war das? Ein Grabgebet der St. Heli. Krieger bei Geburt, Krieger im Tod. Begebe mich in eine höhere Position. Sehr nett. Schnauze, wir waren hier gerade melancholisch, du Arsch. Jetzt zerstört wieder alles, Alter. Okay. Ein Allianzkarabiner wäre jetzt ein bisschen früher. So wie ich das sehe, sind diese Toten unsere Brüder. Wieder? Sehe ich genauso. Zeit für Vergeltung. Die Höhle erweitert sich hier. Halte die Augen auf. Müssen wir... Au. Deckung, bis wir nah genug rangekommen sind. Ein Sniper ist down. Komm hierher, du. Okay, die Sniper sind down. Ah, guck mal, ein Sniper. Was war das denn jetzt? Okay. Was zum... Ach so. Deswegen war es ruhig hier. Okay, komme ich überhaupt nochmal hoch? Ja, ich komme hier nochmal hoch. Sehr schön. So, kommt der, ihr Schweine.
Ich würde uns einfach mit der Sniper jagen. Pachu! So, willst du dich ans Geschütz stellen? Ja, stell dich mal ans Geschütz. Stirb einfach. Der Button ist denn da. So, Ruhe jetzt da hinten.